Nun kehren wir zu unserem Stoff zurück. Wir haben uns gekümmert um den Begriff des Idealismus. Ähnlich wie der Begriff des Materialismus ist auch hier das streng philosophische solcher Begriffe zu unterscheiden von populären umgangssprachlichen Redensarten. Der Begriff des Idealismus ist so wenig wie der des Materialismus primär eine moralische Einstellung oder Option, sondern es handelt sich hier schon um das sehr ernste Problem der philosophischen Grundfrage. Selbst ein Denker wie Schopenhauer sagt, letztlich geht es um die Frage des Verhältnisses von Ideellem und Reellem oder Realem. Und da, von daher waren also diese ganzen Fragen aufzurollen. Und da waren wir schon ein Stück weit gekommen. Es ist also zunächst für jeden, der anfängt mit der Philosophie, schon ein wenig verdrießlich feststellen zu müssen, dass viele der großen Fragen oder Termini besser mal so und mal so zu deuten sind. Es ist das geschichtliche Moment, immer auch in die Sachfrage hineinzunehmen. Das ändert aber nichts daran, dass also der Terminus Idealismus ganz klar auf Platon und seine Tradition zurückgeht. Alle späteren Idealismen beziehen sich so oder anders auf ihn. Der Gegenpol, die Atomistik von Demokrit, das ist für Platon eine unterhalb der Philosophie befindliche Denkweise. Und es ist interessant, er hat seinen Zeitgenossen Demokrit keines Wortes gewürdigt in seinen Schriften. Also der Materialismus ist schon früh in der Geschichte der Philosophie eine Art Schmuddelkind, auf das man sich besser nicht einlässt. Sie werden sich erinnern, dass ich davon gesprochen habe, die eigentlichen großen Probleme Bedingendes und Bedingtes, ihre Identität und ihre Nicht-Identität, werden weit seltener von den Kritikern des Materialismus ins Auge gefasst. Sie glauben von vornherein, den geneigten Leser oder Zuhörer vor einer liederlichen Lebensweise bewahren zu sollen, die angeblich oder wirklich mit dem Materialismus als Denkart einhergeht. Bei Platon hat das wahre Sein einen spirituellen Charakter gegenüber vergänglichen, uns sinnlich gegebenen Dingen. Daher ist auch das geistige Vermögen des Menschen dem Sinnlichen vorzuziehen. Der Akt des Erkennens ist ein, wie das Wort sagt, aktiver, während wir ja bei der Aufnahme sinnlicher Daten auf passive Leistungen unseres Sinnesapparates angewiesen sind. Bei Platon, und das ist eine Denkart, die sich durchgehalten hat, das verbindliche Wissen kann nur begrifflicher Natur sein. Und das aus sinnlichen Daten und Eindrücken stammende Wissen ist nur bloße Meinung. Wenn ich mich über das also erheben will, was die Leute so auf der Straße darüber sagen, muss ich im philosophischen Sinn Idealist werden. Wobei hier natürlich schon die Schwierigkeit sich auftut, dass auf der einen Seite es ja evident ist, dass ich auch schon bei den einfachsten Erkenntnisakten auf meine Sinne angewiesen bin, auf das, was ich gesehen, gehört, geschmeckt und so fort habe. Andererseits aber eben wird von den Idealisten durchgängig
behauptet, dass die sinnliche Erkenntnis etwas Zweitrangiges, wenn überhaupt, darstellt. Es gibt ein rein ideelles Sein, ein an sich wahres, schönes und gutes, was unabhängig von der Person sein soll, die dieses wahre, schöne und gute denkt. Also das ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt, die Reinheit des Geistigen gegenüber der körperlichen Welt, von der wir immer nur durch Sinnentrug etwas wissen. Nur in geistigen Akten stoßen wir vor zum wirklich Allgemeinen und Ewigen. Das Reich der ewigen Ideen, getrennt von der Sinnenwelt durch einen Abgrund, Chorismos, bis zur Diesseits-Jenseits-Auffassung der großen Religionen, insbesondere des Christentums, haben diese Überlegungen natürlich gewirkt. Andererseits hat Platon das Problem, die Trennung der Bereiche der sinnlichen und der übersinnlichen Welt nicht ganz sauber durchhalten zu können. Es gibt dann bei Platon auch solche Zugeständnisse, dass er sagt, es gibt eine Metexis, eine Teilhabe der sinnlichen Dinge an ihren Urbildern. Und ähnlich wird dann Aristoteles sagen, das Formprinzip lässt sich nicht absolut von der zu formenden Materie sondern. Also mit dem Idealismus gehen ähnlich wie mit dem Materialismus von Anbeginn gewisse sich durchhaltende Probleme einher. Bei Platon sind die Ideen schlechterdings das Vorgängige, das absolute Prius gegenüber der Sinnenwelt. In späteren idealistischen Systemen, denken wir nur an Kant, sind Ideen wie Gott, Freiheit und Unsterblichkeit keine Gegenstände von wissenschaftlichen Urteilen. Dann müsste ich nämlich Allgemeingültiges und Notwendiges darüber sagen können. So wie ich, wenn ich ein rechtwinkliges Dreieck habe, den Lehrsatz des Pythagoras daraus ableiten kann. Bei Kant sind das eben jetzt Begriffe, die er durchaus akzeptiert, aber als ethisch regulative Begriffe. Das ist, glaube ich, hier der Unterschied. Gott, Freiheit und Unsterblichkeit als ethisch regulative Begriffe. Also, so sagt Kant dann auch über den Platon, Urbilder der Dinge selbst, bei mir aber bloß Schlüssel zu möglichen Erfahrungen, ähnlich wie die Kategorien. Dass die Menschheit einen Fortschritt in ihrer Geschichte uns vorführt in Stadien, da würde Kant sagen, ist eine regulative Idee. Das kann ich nicht kausalmechanisch aus den Einzeldaten oder auch rein logisch einfach herleiten. Bei Platon gibt es auch dunkle Formulierungen. Die höchste Vernunft ist uns zuteil geworden. Hier kommt auch Mystisches und Schwieriges hinein. Und Kant sagt dann immer, die Philosophie muss über diese mehr mythischen, aus didaktischen Gründen vielleicht brauchbaren Formulierungen hinausgehen. Bei Platon ist ja die A priorität der logischen Erkenntnis durch die merkwürdige Geschichte begründet, in Anführungszeichen, dass die im Schauen begriffene Seele sich an das wiedererinnert, Anamnesis, was sie vor ihrem Erdendasein geschaut hat, als sie als Reigengenossin eines Gottes durch den Himmel zog. Halten wir fest, Platons Ideen sind substanziell, durch und durch Geist, und sie hängen nicht ab von Denkoperationen, vom Erkanntwerden durch endliche Geister.
Wir werden das dann auch bei Hegel mit ganz großem Pathos in der Wissenschaft der Logik wieder hören, dass also der sinnlich-gegenständlichen Welt eine Welt der reinen Vernunft vorgeordnet ist, vorgeordnet der Welt selber und auch einem endlichen Geiste. Also das ist schon das platonische Erbe in der späteren deutsch-idealistischen Version. Es ist immer gut, in älteren Wörterbüchern nachzusehen, wie Begriffe jeweils verwendet werden. Das deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm, ihm ist zu entnehmen, dass sowohl im Englischen wie im Französischen Idea oder Idee, dass das Wörter sind, die gegenüber der platonischen Würde, welche die Idee einmal hatte, deutlich runtergestuft sind. Es sind hier Bewusstseinsoperationen, Bewusstseinsinhalte endlicher Menschen. Also der Rückbezug der Idee auf die konkrete, leibhaftige Person, die diese Idee hat, ist dann eben in der Moderne wichtig geworden. Also hierin weicht natürlich der westliche aufgeklärte Gedanke vom deutschen Idealismus ab, der mit der Idee noch anderes im Schilde führte, wie wir wissen. Bei den Engländern und Franzosen ist also das Wort Idee eher ein Begriff, der in die Erkenntnistheorie gehört. Ich habe eine Idee von etwas, sagen wir ja auch noch heute umgangssprachlich, etwas Vorgestelltes, etwas bloß Gedachtes, einen Begriff von etwas haben und ähnliches mehr. Das hat natürlich damit einfach zu tun, dass England und Frankreich in der modernen Welt empiristische und sensualistische Traditionen hatten und auch entwickelt haben. John Locke, Essay Concerning Human Understanding, 1690, ist ja das klassische Werk der europäischen Aufklärung geworden, und zwar durch den Gedanken, dass wir die Dinge erst empfinden, ehe wir sie denken können. Also das hat mit der beobachtenden Vernunft der modernen Naturforschung natürlich zu tun. In England ist es Locke, Berkeley, David Hume, ein sehr bedeutender Mann, erstmals von Thomas Reid unter den Terminus Ideal System zusammengefasst. Also von der Höhe der reinen Spiritualität doch zu einer gewissen Funktionalität, dass die Idee ist dann eine Bewusstseinsleistung und eine Bewusstseinsleistung, die zurückverweist auf einen konkreten, leibhaftigen Menschen. Die neuere Philosophie, etwa die von Thomas Hobbes, ging von der alleinigen Realität körperlichen Seins aus. Das geht so weit, dass er sagt, sollte es Gott geben, dann müsste er auch ein Körper sein. Das hat er in allen Ernstes so formuliert. Die Welt ist eine raumzeitlich-körperliche Wirklichkeit, und diesen letzten Kriterien, diesen ontologischen Grundlagen, könnte sich auch die Gottheit nicht entziehen. Berkeley ist nun ein großer Schrittmacher wieder des Idealismus gewesen. Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge, 1710. Ein subjektiver Idealismus, der zunächst von den Bewusstseinstatsachen ausgeht. Was wir da so die Dinge nennen, ist für uns jedenfalls zunächst einmal ein Inbegriff von Bewusstseinserlebnissen. Also ich habe einen Tasteindruck, ein Roterlebnis, ein bestimmtes Geschmackserlebnis auf der Zunge und so. Die Dinge werden also erst empfunden sinnlich, ehe sie theoretisch gedacht werden können. Also Gruppen von Ideen, die nennen wir Dinge.
Aber Dinge im Sinn eines naiven Realismus, dass ich sage, die Tafel hinter mir ist mit absoluter Sicherheit da, auch wenn ich sie im Augenblick nicht empfinde, das ist hier noch eine andere Frage, die ja überhaupt die ganze Problematik Idealismus, Materialismus mit aller Schärfe erst entsteht, wenn Bewusstseinsstrom, Bewusstseinsdaten von dinglichem Sein unterschieden werden. Nicht? Wenn ich also merke, ich stoße mit dem Bein in einen dunklen Raum an einen Stuhl, von dessen Existenz ich nichts wusste und einen schmerzhaften Stich am Schienbein erlebe, von diesem Erlebnis bis zu der Überlegung, dass es ein außer mir seiendes Ding sei, das diesen Schmerz in mir hervorgerufen habe, erst wenn diese Fragen überhaupt erst diskussionsfähig werden, erst dann können also auch die großen Themen des Idealismus und des Materialismus in die Diskussion kommen. Berkeley, Bischof, scharfsinniger Mann, ohne Frage. Er geht zunächst nur von der absoluten Existenz von sinnlichen Daten aus. Und da tut sich ja immer das Gespenst des Solipsismus auf, als gehe die Welt unter, wenn ich sie nicht mehr empfinde. Also bei Schopenhauer dieser radikale Satz, die Welt ist meine Vorstellung. Er müsste uns sagen an der Stelle, soweit, lieber Leser, du noch nichts von dem Willen weißt, das werde ich dir aber demnächst noch sagen, dass auch dieser Welt als Vorstellung eine an sich seiende Welt zugrunde liegen muss. Sonst löst sich das ja alles in subjektiven Dunst auf. Sodass also Berkeley die Kardinalthese vertritt, die immer in den dicken Lehrbüchern der Philosophiegeschichte genannt werden. Die Kardinalthese, esse est percipi. Also unsere Annahme seiender Gegenstände beruht darauf, dass wir etwas wahrnehmen. Eine transsubjektive Materie, und da ist der Herr Bischof natürlich ein kluger Mann und weiß das, die Götzendienst, aber auch Atheismus begünstigt, das muss verworfen werden. Aber auch die Solipsisten-Konsequenzen seiner These sind ihm gewärtig. Und also muss seine Philosophie einmünden in einen Spiritualismus. Er beginnt mit den einzelnen Sinnesdaten des individuellen Geistes und landet dann doch bei einer ganz drastischen Metaphysik. Es gibt nur Geister und deren Perzeptionen. Und da muss natürlich auch Gott sofort einspringen, wenn die Frage auftaucht, wieso ich denn, abgesehen davon, dass ich Sinnesdaten, Gruppen von solchen habe, auch von einer seienden Körperwelt ausgehen muss. Gott erzeugt in uns die Sicherheit auch seiender Dinge. Für Berkeley ist nur entscheidend, dass wir um gar keinen Preis die Immanenz des Bewusstseins transzendieren. Das dürfen wir nicht. Und von daher erklärt es sich, dass er als ziemlich radikaler Sensualist beginnt, aber dann aufhört als Spiritualist. Es bedarf eines göttlichen Welturhebers, der die Perzeptionen, die wir haben, in endlichen Geistern sind sie gegeben, in uns hervorruft. Eine andere Substanz als den Geist oder das, was er jeweils perzipiert, kann es nicht geben. Eine zweite Seinsart, könnten wir auch sagen, hier, wenn das Wort Substanz fällt. Also unter der Hand, das ist eine ganz spannende Sache, geht Berkeleys zunächst radikal subjektiver Idealismus über in einen objektiven. Die Welt ist nicht bloße Vorstellung, sie ist auch Derivat einer höchsten geistigen Ursache. Mit dem transzendentalen Idealismus von Kant
wird im ausgehenden 18. Jahrhundert dann ein historischer Wendepunkt erreicht. Die nachkantischen Systeme setzen Kants Ergebnisse voraus, sind aber gleichzeitig bestrebt, sie zu überbieten, indem sie mit verschiedenem Akzent die Erkennbarkeit des Dinges an sich lehren. Bei Kant sind wir in einer Sphäre des bloß Phänomenalen, in der Welt der Erscheinungen. Aber es muss einen Hintergrund für diese Welt der Erscheinungen geben, und das ist dann das berühmte Ding an sich. Was das Ding, rein theoretischer Begriff, was das Ding wäre, abzüglich aller Zutat, die aus dem Subjekt stammt. Das ist das Ding an sich. Und hat Hegel gesagt, das ist eine hohle Abstraktion. Wenn du vorher alles weglässt, was das Ding für Eigenschaften haben könnte, darfst du dich nicht wundern, dass ein hohles Gespenst nachher übrig bleibt. Aber Kant hat auch dann durchaus bei den späteren Idealisten, etwa bei Fichte und solchen Denkern, sich viel Ärger eingehandelt, insofern er ja auch den berüchtigten Satz hat, das Ding an sich sei die unbekannte Ursache der Erscheinungen. Das war natürlich gefundenes Fressen für Kants Gegner, die mit Recht gesagt haben, erst hast du uns langatmig dargetan, dass die Kategorie der Kausalität nur innerhalb der Erscheinungswelt überhaupt sinnvoll ist, also dass sukzessive Phänomene nach der Newtonschen Physik, sukzessive Phänomene durcheinander kausal bedingt sind. Jetzt kommst du und erzählst uns, jenseits der Sphäre der Erscheinungen gibt es nochmal eine Ursache, nämlich das Ding an sich sei die unbekannte Ursache unserer Erscheinungen. Und man sieht, hier ist bei Kant noch die alte Ontologie, die lässt sich auch nicht einfach so ausdrücken. Die Vorstellung, dass dahinter noch etwas ist, worüber wir nicht verfügen, möchte ich fast sagen. Das ist bei Kant noch im Spiel. Aber er hat natürlich ist nicht sehr klug verteidigt gegen die Angriffe. Die haben ihn ja immanent kritisiert. Das heißt, sie haben ihn gemessen an seiner eigenen Behauptung, haben ja nicht eine andere Behauptung aufgestellt. Spätere Denker haben dann die Subjektivität, Kant ist bloß ein halber Idealist. Die Inhalte stammen ja vom Ding an sich, das ist das Gewühle der Empfindungen, der Sinnesdaten, die von der subjektiven Vernunft strukturiert werden. Spätere Idealisten sind totale Idealisten. Da soll auch das Nicht-Ich, die Welt selber, aus der Subjektivität heraus gesponnen werden, muss man fast sagen. Also Kant zögert, eine totale idealistische Position einzunehmen. Er ist ja der Stoff der Erkenntnis. Wir dürfen ihn nicht auf kognitive Leistungen des Subjekts reduzieren. Er muss auch noch etwas über das hinaus sein, was unsere formativen, kreativen Leistungen der Subjektivität gleichsam hinzufügen. Horkheimer hat in einem sehr interessanten kleinen Aufsatz versucht, diesen kantischen reinen Verstand mal in eine etwas andere Sprache zu übersetzen. Und er sagt, der kantische reine Verstand gleicht einer Maschinerie. Er enthält die Formen, gleichsam die Kästen und Fangarme für das Rohmaterial. Als eine Art produktiver Apparatur ist die transzendentale Aperzeption unermüdlich tätig, die Wirklichkeit, die feste Welt der Erscheinungen herzustellen, in der die empirische Vorstellung sich orientieren kann. Horkheimers Kant-Interpretation erinnert einerseits, das werden nicht wenige unter Ihnen sofort gemerkt haben, erinnert einerseits an die Schopenhauerische, andererseits aber zielt Horkheimer auch darauf ab, das ist eine
interessante Pointe auch darauf ab, das, was bei Kant Konstitution von Welt heißt, gesellschaftstheoretisch zu dechiffrieren. Kants Bestreben, das transzendentale Subjekt von sinnlichem Inhalt freizuhalten, darf nicht darüber hinwegtäuschen, hebt Horkheimer hervor, dass es den arbeitenden Menschen, den Bürger voraussetzt. Wie dieser betätigt sich das formierende Subjekt an einem stets schon vorgefundenen Material. In Marxens Kapital der berühmte Naturstoff, den die arbeitende Tätigkeit des Menschen immer schon voraussetzen muss. Während Kants Idealismus dahingehend interpretiert wird, er habe die uralte Verfassung der Natur, die ewige, vom Menschen unabhängige Struktur des Universums als subjektives Produkt erwiesen und dasjenige also, was wir sonst für objektiv halten, so zeigt aber Horkheimer, dass auch das konstitutive Subjekt eben jener Natur selbst schon angehört, die nach Kant als sein Produkt durchschaut werden soll. Fichte, dann der junge Schelling als Vollender der kantischen Philosophie, während Kant die Reichweite unserer Vernunft begrenzend im Ding an sich, ich sagte es schon, die unbekannt bleibende Ursache der Erscheinungen voraussetzt, überschreitet Fichte, der den Idealismus radikalisiert, die kritizistischen Grenzen. Die verschiedenen Versionen, er hat ein halb Dutzend Anläufe genommen, seiner berühmten Wissenschaftslehre, haben dann alles welthaft Objektive, er nennt es das Nicht-Ich, aus der absoluten Tätigkeit des Subjekts hergeleitet. Schelling, damals noch Schüler Fichtes, begrüßt diesen Schritt, gibt aber seinem Lehrer gegenüber zu bedenken, dass das Nicht-Ich nicht bloß Material der Pflicht sei, als bloß ethischer Stoff. Nein, nein, dem Nicht-Ich komme als Natur, hier setzt sich schon die Romantik durch, Eigenrecht zu. Es gelte, den vom Subjekt zum Objekt führenden Denkweg auch in umgekehrter Richtung zu beschreiten. Zu zeigen sei, wie die Intelligenz stufenweise aus der Natur hervorgehe. Es kam darüber natürlich zum Bruch mit Fichte, der jede naturphilosophische Ergänzung seiner Lehre für überflüssig hielt. Nach der Kritik der reinen Vernunft, sagt Fichte, haben wir eigentlich nur noch die Alternative von zwei Philosophien. Der Dogmatismus, der sich naiv an einer bewusstseinstranszendenten Dingwelt orientiert, und den Idealismus, der sich der Freiheit verdankt. Nämlich der Freiheit, die wir haben, bewusst von allem Dinglichen zu abstrahieren. Es ist interessant, dass nun diese Entscheidung, ob ich Idealist oder Materialist bin, eine ethische Entscheidung sein soll. Bei Schopenhauer werden wir interessante Stellen finden, nicht der Intellekt, die Intelligenz hat die Natur hervorgebracht, sondern umgekehrt. Und doch wollte er als der ethische Denker, er sagt ja die ethische Grundabsicht meiner Philosophie, bei dem, was ihm zunächst eingeleuchtet hat, nämlich die materialistische Entsprungenheit der Bewusstseinstatsachen aus der Natur, er wollte dann eine Ethik etablieren, völlig frei von Natur, Überall, wo Natur ins Spiel kommt, hört das Moralische auf. Und der Egoismus, die Selbsterhaltung, all dies sind Denkweisen,
die eigentlich querstehen zu einer strikten moralischen Weltansicht. Diese Dinge sind von Interesse. Man kann also, wie gesagt, den Materialismus aus der Naturforschung heraus und ihren Ergebnissen begründen oder im Gegenteil verwerfen, wenn ich sozusagen von vornherein, das ist fast ein gnostischer Fluch, der hier die Materie trifft, das Nicht-Geistige als das schlechthin Böse letztlich in uns. Solche Dinge spielen da in die deutsche große Philosophie immer hinein. Was für eine Philosophie man wähle, ein berühmter Satz Fichtes, hängt davon ab, was man für ein Mensch ist. Denn ein philosophisches System ist nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen könnte, wie es uns beliebte. Und dann kommt eine merkwürdige Formulierung. Ein von Natur schlaffer oder durch Geistesknechtschaft gelehrten Luxus und Eitelkeit erschlaffter und gekrümmter Charakter wird sich nie zum Idealismus erheben. Das heißt, die Frage Idealismus, Materialismus verliert ihr eigentlich, ja, ich möchte sagen, ihr theoretisches Salz. Es soll sozusagen von vornherein eine ethische Position geben, die also die Frage, ob die andere Seite vielleicht recht hat, gar nicht erst aufkommen lässt. Derjenige, der zu diesen erhabenen, hohen und höchsten Dingen sich nicht zu erheben vermag, der ist natürlich von vornherein nicht diskussionsfähig. Also das Motiv moralischer Erhabenheit seit Anbeginn, bei Platon schon, mit idealistischem Denken verbunden, spricht sich hier, man verzeihe es, mit einem spezifisch deutschen Zungenschlag unverblümt aus. Für Fichte fallen im Ich der Tathandlung Idealität und welthafte Realität zusammen. Ich habe als junger Mensch noch so Kernsätze im Kalender gefunden, dass Deutsch sei eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun, für das Volk und so weiter. Das ist so ein bisschen auch in der deutsch-idealistischen Tradition enthalten. Also mir ist schon lieber, wenn ich dies oder jenes denken oder nicht denken soll, dass ich mir das sozusagen durch Denkoperationen selber klar mache. Von vornherein aber zu sagen, dass ich mich selber schon negativ moralisch definiere durch die bloße Option für das andere, das sind jedenfalls große Probleme, die ich jedenfalls genannt haben wollte. Lösen kann ich sie hier auf einem Beine stehend natürlich nicht. Schelling nun, der junge Schelling, der sehr stark auch naturphilosophisch auf Goethes Morphologie eingewirkt hat. Schelling sagt, Fichtes Alternative, Dogmatismus hier, Idealismus dort, greife zu kurz. Alles Wissen hat es stets mit Subjekt und Objekt zugleich zu tun. Deshalb kann das Denken nicht standpunkthaft festgelegt werden. Vielmehr kommt es darauf an, zu zeigen, wie das Objektive im Subjektiven und das Subjektive zum Objektiven führt. Fragt der subjektive Idealismus, wie man ausgehend vom Subjekt zum Objekt gelangt, so fragt umgekehrt der objektive Idealismus, wie man ausgehend vom Objekt zum Subjekt kommt. Das eben hat die romantische Naturphilosophie Schellings thematisiert. Mit Fichtes transzendental radikalisierten Idealismus lässt sich das sicher nicht vereinbaren. Die objektive Welt ist keine Setzung eines allmächtigen Ichs, denn hinter ihr entdecken wir allemal das göttliche Eigenrecht der Natur. Das sind die Positionen, die mit den
mit der Erörterung solcher Fragen, was Materialismus und was Idealismus sei, zu tun haben. Der Idealist par excellence ist natürlich Hegel. Das ist die klassische deutsche Philosophie. In ihr kommt der Idealismus zu seinem Höhepunkt. Er hat den ganzen Denkweg von Kant bis zu ihm selbst hin resümiert und vollendet unter dem Geschützdonner der Schlacht von Jena und Auerstedt 1806 ist Hegels Phänomenologie des Geistes entstanden und vollendet worden. Und der entscheidende Gedanke ist hier, dass die Wahrheit ein Prozess ist und sie ist nur als ein wissenschaftliches System möglich. Das Wahre ist das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. Resultat und Prozess fallen ebenso zusammen wie Identität und Wandel im Begriff des Geistes, der als die allgemeine unvertilgbare Substanz das flüssige, sich selbst gleiche Wesen darstellt. Also die Identität enthält die Nicht-Identität. Wir hatten das schon zu Beginn des Semesters angedeutet, auch im letzten, dass also der Historismus die weltgeschichtlichen Betrachtungen von Hegel dann wieder in eine ewige Vernunft eingebettet sein sollen. Während sämtliche Idealismen, ob sie sich das eingestehen oder nicht, idealistische Einsprengsel enthalten, vermag Hegels Intellektualansicht des Universums, das ist der Begriff, den Idealismus panlogistisch durchzuführen. Er behauptet nicht einfach wie Fichte, dass die nicht-ichliche Realität Geist sei, sondern er sagt, das muss der Erkenntnisprozess der Dialektik erst einmal uns nahe bringen, dass alles dem Geist ursprünglich Fremde und Äußerliche als ein Moment seiner selbst durchsichtig gemacht werden kann. Das Subjekt-Objekt Hegels, darin kehrt Schellings Naturphilosophie wieder. Der gegenständliche Reichtum der Welt muss in eine Philosophie hineinkommen. Hegels System hat die Epoche der Französischen Revolution bis zum Ende der napoleonischen Ära auf ihren geschichtsphilosophischen Begriff gebracht. Es umfasst sämtliche Zweige philosophischen Denkens. Die Phänomenologie des Geistes als abgekürzte Reproduktion der individuell zu durchlaufenden Stufen des Bewusstseins, biogenetisches Grundgesetz hat man es dann anders auch genannt, und dann die sinnliche Gewissheit, die uns zum absoluten Wissen führt, über eine ganze Reihe von Stufen. Logik als Metaphysik, Philosophie des Subjektiven, des Objektiven und schließlich absoluten Geistes. Weltgeschichte, Natur, Recht und Religion, Ästhetik und Geschichte der Philosophie, alles ist durchdrungen vom spekulativen Gedanken, und seine Wirkungsgeschichte ist ja beachtlich. Im Jahrzehnt von 1830 bis 40, also nach seinem Tode, setzte sich die dialektische Denkweise auch außerhalb der Philosophie durch, in der entstehenden Soziologie wohlgemerkt, in der Geschichts- und in der Rechtswissenschaft. Hegelsche Anschauungen schlagen selbst sich in Artikeln der gegnerischen Tagespresse nieder.
Hegels Idee ist absolut. Nicht ein vager Gedanke, den ich gerade mal im Kopf habe. Ne? Da ist der Platon wieder drin. Gleichbedeutend mit der allumfassenden Weltvernunft ist sie, wie er in ontotheologischer Sprache sagt, das wahre, schlechthin mächtige und ewige. Als Weltgrund steht die Idee über allen erkenntnistheoretischen Konstellationen von Subjekt und Objekt. In seiner Enzyklopädie von 1830 wird die absolute Idee als Einheit und Wahrheit der Momente Leben und Erkennen gefasst. Jenes ist die bloß an sich seiende Idee, dieses die bloß für sich seiende Idee. Hegel möchte nicht wenig das gesamte geistige und natürliche Universum soll hier auf seinen Begriff gebracht werden. Die höchste Form der Erkenntnis, die Noesis Noesios bei Aristoteles, von den schon genannten Ideenbegriffen hat sich dann Hegel abgehoben durch diese logische und morale Präsenz in all ihren Momenten. Hegels Wissenschaft der Logik, wohlgemerkt, nicht die Logik der Wissenschaft, Hegels Wissenschaft der Logik. Hier muss man Wortklauber sein, sonst geht man an den Sachen vorbei. Wissenschaft der Logik, Logik der Wissenschaft, sowas würde Popper machen. Das ist Wissenschaftstheorie, Positivismus. Nein, nein, er will die Idee in der reinsten Form, in der sie sich offenbart, nämlich in einer Abfolge von Kategorien, die da nicht so unversehens nebeneinander stehen, wirr und so fort. Nein, das Wesen ist der Grund der Existenz der Erscheinungen. Das heißt, hier sind die Kategorien alle ineinander verwoben und drücken aus, was Sache ist. Also der Gedanke und die Sache an sich selbst. Das Reich des Logischen, das der reinen Vernunft, das darf ich gerade noch sagen, Darstellung, also er ist da ganz unbescheiden, nicht? Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Welt und eines endlichen Geistes ist. Sehr erfreuen konnten solche Formulierungen die offizielle Theologie natürlich nicht. Der Herr Professor Hegel, der da aus Stuttgart angereist kommt und in Berlin praktisch, wie sagt Heinrich Heine, uns erzählt, dass wir selber Gott sind. Das konnte jedenfalls ohne Widerspruch nicht behauptet werden. Danke. Meine Damen und Herren, ich möchte ein bisschen weitermachen. Gerade weil die Hegelsche Philosophie den Geistbegriff totalisiert, kann sie alle möglichen Weltinhalte auch verdauen, durcharbeiten und in sich aufnehmen. Gerade dadurch, dass alles Geist sein soll, ist natürlich bei Hegel die Frage, was wovon abhängt, nicht mehr so brennend. Es ist interessant, dass erst durch die Kritik des Idealismus bei Marx dann also wieder Kausalverhältnisse eine Rolle spielen mussten. Die Abhängigkeit bestimmter politischer, juristischer und kultureller Formationen von der gegebenen materiellen Realität in Gestalt des Produktionsprozesses, was wovon abhängt. Bei Hegel werden sehr viele Dinge, die bei Lichte betrachtet durchaus materialistisch klingen, dadurch, dass es sich diese Dinge innerhalb des einen umfassenden Geistes abspielen, das wird ganz stark abgeschwächt.
Also er sieht beispielsweise, dass der Feudalismus mit der Erfindung des Schießpulvers und der Kanonen, die schießen dann die Burgen des Adels kaputt. Solche sehr handfesten, groben Tatsachen der Geschichte, dass da ganze Reiche zugrunde gehen. Der absolute Geist, in dem sich das alles abspielt, verdeckt dann doch die, bei Lichte betrachtet, sehr scharfen Einsichten von Hegel in soziale und politische Tatsachen. Aber ich sagte es gerade, der Realismus Hegels, dass er über sehr vieles sehr gut Bescheid weiß, also etwa, dass die bürgerliche Gesellschaft, die über sich hinausdrängt, zu Gebieten, die ihr an Kunstfleiß nachstehen. Solche Sachen hat Hegel gesehen. Er hat nicht geglaubt, dass das Massenelend des viktorianischen Kapitalismus zu einer Revolution führen würde. Wohl aber hat er sehr genau beobachtet, was wirklich geschehen ist, dass Europa in ein Zeitalter des Imperialismus, des Kolonialismus und so weiter eingetreten ist, um innere Probleme gleichsam nach außen zu transportieren und unterhalb der eigenen Arbeiterklasse nochmal Leute ins Spiel zu bringen, die noch unter ihr standen, die berühmten Underdogs. Man denke an die Eroberung Indiens und Dinge dieser Art. Ich kann das nicht näher ausführen. Ich wollte nur gesagt haben, dadurch, dass der Geist total ist und überall präsent, kann sich Hegel innerhalb der komplexen Wirklichkeit ganz frei bewegen und auch durchaus Kausalitäten aufdecken. Aber das verliert seine polemische Schärfe. Erst in dem Moment, wo ich Ideelles und Materielles doch zumindest relativ auseinanderhalte, sind Einsichten dieser Art dann wieder auch politisch von Interesse, wie sich das dann nach dem Zusammenbruch des Hegelschen Systems auch gezeigt hat. Also der Logos, der Johannäische, so weit waren wir gekommen, ist der vorweltliche Anfang alles Realen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Gedanke. Im Johannesevangelium wird ja die Christologie vollendet, dergestalt, dass der historische Jesus so gut wie ganz verschwindet. Der Christus des Glaubens, der dann halt auch, und deshalb ist die Kirche heute so ein wenig in der Verlegenheit, hat immerhin 2000 Jahre vorgehalten. Also nicht wenig, würde ich sagen. Und zwar gerade dadurch, dass die Abstraktion von der historischen der Person des Stifters so sauber vollzogen wurde. Hegel ist hier durchaus auf dieser Stufe des johannäischen Logos. Und es gibt dann diese geradezu groteske Formulierung, dass die absolute Idee sich entschließt, eine ganz eigenartige Formulierung, sich als Natur frei aus sich zu entlassen. Die Natur wird nicht zu einem Zeitpunkt T1 und dann ist sie nach dem Zeitpunkt T2 ist sie da, sondern die Natur ist der ewige Hervorgang aus dem absoluten Geist. Also hier wird also der Schöpfungsgedanke der Bibel spekulativ gewendet und das hat natürlich den allergrößten Verdruss hervorgerufen. Feuerbach hat hier an dieser Stelle natürlich den Übergang von der logischen Realität zu einer empirischen, gegenständlichen Realität ganz scharf gerügt. Das konnte Hegel nicht plausibel machen, den vorweltlichen Hervorgang der Welt aus dem reinen Geist. Das war auch angesichts der naturwissenschaftlichen und vor allem auch industriellen Revolution seit der Dampfmaschine
dem europäischen Publikum nicht mehr so ohne weiteres mitteilbar. Und bis in die Gegenwart hinein reichen ja hier sehr ernste Fragen. Also die Abhängigkeit, der sekundäre Charakter der Natur wurde zu einem großen Ärgernis. Die reale Existenz der Materie hat Hegel nicht geleugnet, aber sie war eine Entäußerungsform der absoluten Idee. Sie selbst war eine gegenständliche Wirklichkeit, die zu bestreiten Hegel sich gehütet hat. Aber man sieht, was will er sagen? Dass die gegenständliche Welt aus vorweltlichen Kategorien des Logischen hervorgeht. Dass das alles verbürgt, dass in der Vernunft, dass die Vernunft in der Welt waltet. Der Gedanke einer Vernünftigkeit der Weltgeschichte, der ist ja mit Hegels Philosophie immer verbunden gewesen. Kant, Idee einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Man sieht auch hier, Kants Idee ist eine regulative Idee. Er trägt diese Idee einer sich vollendenden, moralisch vollendenden, es gibt ja dann den ewigen Frieden und solche Begriffe auch bei ihm. Er ist ein echter Aufklärer. Er fragt sich, ob nicht diese Idee einer richtigeren Menschheit in dem Gang der Dinge vollendet werden könne. Bei Hegel ist die Idee nicht regulativ, sie ist in der Welt selber seiend, unmittelbar greifbar. In Hegels Vorlesungen zur Philosophie der Weltgeschichte, die Weltgeschichte, ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu erkennen haben. Das unsichtbare, aber souverän den historischen Verlauf lenkende Prinzip ist der berühmte Weltgeist, der sich manifestiert in Volksgeistern, die sich aneinander abarbeiten, ineinander einander auch auflösen historisch. Also sobald ein Volk sich zum Staat organisiert hat, tritt es in die Weltgeschichte ein. Das ist hier diese berühmte Formulierung, der Staat als die Wirklichkeit der sittlichen Idee gegenüber der bloß moralischen. Ein Argument übrigens, ich erinnere mich daran, in den späten 60er Jahren bei Habermas eine große Rolle gespielt hat, moralisch und sittlich. Ich kann natürlich moralisch rebellieren gegen falsche Weltzustände. Ob das aber sozusagen geschichtsmächtig wird, sozusagen objektiv durchsetzbar, das ist eine andere Frage. Also die Wirklichkeit der sittlichen Idee, der Staat, hat bei Hegel schon ein wenig auch die Funktion als Sozialstaat angesichts des anwachsenden Reichtums auf der einen Seite und der anwachsenden Armut auf der anderen gewissermaßen das Ärgste zu verhindern. Also ganz früh schon im 19. Jahrhundert haben diese Dinge eine Rolle gespielt. Nicht etwa nur in unserer heutigen Zeit, das wäre ganz töricht, das zu glauben. Geschichtswirksam werden die zu Staaten organisierten Völker. Das ist eine. Dann gibt es die berühmten großen Männer, welthistorische Individuen nennt Hegel sie. Sie verfolgen eigene Zwecke, werden aber gleichsam von der List der Vernunft an der Nase herumgeführt. Sie sind in Wahrheit bloße Geschäftsführer des Weltgeistes. Caesar wollte seinem Ehrgeiz folgen, aber er hat zum Untergang der Römischen Republik das Nötige getan. Das sind interessante Einsichten Hegels, dass die Vernunft sich durchsetzt, listig, wie er es nennt, auf Kosten der Akteure. Die Geschichte ist also nicht der Boden des Glücks,
Denn die Idee bezahlt den Tribut ihres Daseins und der Vergänglichkeit nicht aus sich, sondern aus den Leidenschaften der Individuen. Also auch, es wäre ganz dumm zu glauben, der geschichtsphilosophische Idealismus bei Hegel bestehe darin, dass die Leute nur erhabene Ideen im Kopf haben oder so. Ganz und gar nicht. Er kennt natürlich die französische Aufklärung. Er weiß, dass der Mensch auch sehr grobe, interessenbedingte Neigungen verfolgt. Heute würde man von einer triebnaturalistischen Komponente auch sprechen können. Also er sieht, dass die Leidenschaften eine große Rolle spielen, das Emotionale, also keineswegs nur abstrakte Erwägungen den Gang der Dinge irgendwie bewirken. Da ist Hegel ein sehr nüchterner Mann, was ihm nichts ausmacht. Das ist ja alles innerhalb ein und desselben Geistes, wo all dies stattfindet. Darf ich nochmal daran erinnern? Die Leidenschaften der Individuen werden aufgeopfert und preisgegeben. Ein christlich-theologisches Motiv, ich muss es leider sagen, Gott regiert die Welt, aber indem er seinen Plan vermittels menschlichen Tuns und Treibens realisiert. Aber Hegel möchte doch den Verdacht abwehren, als sei der Gang der Dinge ein widersinniges, törichtes Treiben, sondern er will sagen, Gott hat sich mit dem Aufkommen des Christentums endgültig offenbart und uns den Schlüssel zur Weltgeschichte überreicht. Dies spricht Philosophie aus, indem sie die göttliche Idee in der Wirklichkeit erkennt und derart den endlichen Geist mit ihr versöhnt. Das waren dann die Aspekte, die eher als Ärgernis dann in der späteren Zeit empfunden wurden. Hegels geistesphilosophische Betrachtung der Geschichte enthält Gesichtspunkte, die für das Geschichtsdenken des 19. Jahrhunderts auch dort wirksam geblieben sind, wo man sich von Hegels Systematik entfernte. Indem Hegel hervorhebt, dass sich in der historischen Entwicklung immer auch eine Sachlogik des jeweiligen Gebiets abzeichnet, verbindet er mit weitreichenden Folgen noch bei Marx System und Geschichte. Hegel entfaltet den Begriff der Philosophie nicht nur im Durchgang durch ihre Wissenszweige, sondern ebenso sehr anhand ihrer Geschichte. Die Abfolge der verschiedenen Systeme ist keineswegs willkürlich, sondern gehorcht einer immanenten Logik. Das heißt, hier hat er schon ein besseres Verständnis der Philosophiegeschichte als viele andere, die da nur so eine Art Anekdotensammlung gesehen haben. Bedeutende Philosophiehistoriker, die heute durchaus noch bekannt sind, Erdmann, Zeller, Kuno Fischer, haben als seine Schüler sich an einem neuen, angemesseneren Verständnis der Geschichte der Philosophie orientiert. Für Hegel sind Wissenschaft und Spekulation identisch. Demgegenüber hat das nachidealistische Zeitalter Geschichte unter qualitativ anderen Gesichtspunkten thematisiert. Die Bedeutung für das gebildete Bewusstsein nimmt zu, aber man verabschiedet sich von Hegels theologischen Prämissen, insbesondere von seiner sehr stolzen Überzeugung, das universal-historische Ganze begriffen zu haben. Die Rechtfertigung des Geschehens und die Teleologie, der immanente Zweck der Dinge, diese Begriffe werden dann nach Hegel doch wieder problematisch. Der Historismus, der sich angesichts des Triumphzugs von Natur
Wissenschaft und Technik auf das Eigenrecht von Geschichtsforschung berufen kann, rechnen von vornherein, und das ist auch der Abschied von Hegel, mit der Endlichkeit des Erkennenden wie des Erkannten. Autoren wie Dilthey, die immerhin noch Metaphysik gelten lassen, beziehen sich auf die Unhinterschreitbarkeit des Lebens als des Sinnhintergrundes der zu erforschenden historisch-gesellschaftlichen Tatsachen. Geschichtswissenschaft wird zur Auslegung, zur Deutung, zur Hermeneutik. Dilthey greift die Lehre vom objektiven Geist auf, worunter eben Hegel den Inbegriff der Faktoren, die einen Kulturzusammenhang stiften, der politischen, sozialen und so fort Faktoren versteht. Das ist der objektive Geist. Jetzt will er, der Historismus Diltheis etwa, Horkheimer hat ihn sehr scharf kritisiert in den ersten großen Aufsätzen der Zeitschrift für Sozialforschung, darf ich hier in Klammern mal hinzufügen. Das historische Ganze setzt sich aus einmaligen Ereignissen zusammen. Vor allem, das ist ein wichtiger Punkt, dass aus einer weniger guten eine bessere Welt werden kann. Dafür kann es analytische, kann es kausale Erklärungen geben. Nicht aber einen rechtfertigenden Sinn. Walter Benjamin, ein großes Thema. Auch wenn es glückt, die richtigere Welt herbeizuführen, fällt von dort aus sicher kein versöhnlicher Sinn auf die großen Opfer der Geschichte. Diesen Blick auf das Ganze, wie Hegel ihn hat, der geht dann doch, meine ich, aus guten Gründen verloren. Also, wo immer im 19. Jahrhundert über Geschichte nachgedacht wird, ist Hegel im Für und Wider des Geschichtsdenkens präsent. Noch der reife Marx hat in einem Brief an Lassalle die Hegelsche Dialektik das letzte Wort aller Philosophie genannt. Eine erstaunliche Formulierung, wenn man sich daran erinnert, wie sehr er in der vormärzlichen Epoche in den 40er Jahren gewissermaßen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat, mit dem Idealismus auch die Dialektik hat über Bord gehen lassen wollen. Es hat an Leuten, die das alle auch so wollten, keineswegs gefehlt. Das will ich aber jetzt nicht ausführen. Immerhin hat dann also bei den Neukantianern, da haben dann methodologische Abhandlungen eine Rolle gespielt, Droysens berühmte Historik. Das sollten Sie sich noch merken, von 1857, die geschichtliche Welt, die gegenüber der Welt des Natürlichen auch dann zunehmend eine Rolle gespielt hat. Ja, auch dadurch, dass paradoxerweise die Naturwissenschaft selber zu einer historischen wurde in der Evolution, sodass diese beiden ganz verschiedenen Denkansätze, die Einmaligkeit von Ereignissen hier, die Kontinuität der Prozesse dort, das konnte also auch teilweise schon kritisiert und korrigiert werden. Meine Damen und Herren, ich komme jetzt auf einem etwas verschlungenen Pfade, muss ich ehrlich sagen, zu dem Thema dieser Vorlesung zurück. Einiges ist unterdessen schon auch gesagt worden. Mache daraus kein Geheimnis. Ich glaube, dass Hegels Geschichte der Philosophie uns vom Methodischen her, von der Art heranzutreten an die Fragen, immer noch sehr viel zu bieten hat. Das sind die drei Glocknerbände 17, 18, 19. Wird einige unter Ihnen geben, die vielleicht mal einen Blick hineintun. Hier kann ich Ihnen sagen, ist er nicht in dem Schwierigkeitsgrad seines Frühwerks, der Phänomenologie. Also da muss man ja Neugierige wirklich zunächst einmal
Arnen. Ja, eine Geschichte der Philosophie setzt immer wieder auch voraus, dass man dieses in der Geschichte sich entfaltende Etwas näher immer schon auch kennt. Sonst kann man dann die Geschichte der Sache nicht betreiben. Ein Vorverständnis dessen, was Philosophie ist. Und da ist bei Hegel nun wieder daran zu erinnern, was er in seinen Berliner Vorlesungen energisch hervorgehoben hat. Er ist ein Feind des sogenannten Agnostizismus, also der kantischen Lehre von der Unerkennbarkeit des Dinges an sich. Ein Vertrauen in die Macht des menschlichen Geistes vorzustoßen zur absoluten Wahrheit. Er sagt in seiner Heidelberger Antrittsrede vom Oktober 1816, das zuerst verborgene und verschlossene Wesen des Universums hat keine Kraft, die dem Mute des Erkennens Widerstand leisten könnte. Es muss sich vor ihm auftun und seinen Reichtum und seine Tiefen ihm vor Augen legen und zum Genusse geben. Das ist Hegel. Und in seiner Einleitung zu seinen philosophiehistorischen Arbeiten, was die Geschichte der Philosophie uns darstellt, ist die Reihe der edlen Geister, die Galerie der Heroen der denkenden Vernunft, welche in das Wesen der Dinge, das ist immer wieder dieser metaphysische Anspruch, in das Wesen der Dinge eingedrungen sind und uns den Schatz der Vernunfterkenntnis erarbeitet haben. Nun sind wir zwar, fährt Hegel dann fort, was wir sind, zugleich geschichtlich. Aber in der Geschichte des Denkens ist das Vergangene nur die eine Seite, die allemal verknüpft ist mit dem, was Hegel das Gemeinschaftliche, das Unvergängliche nennt. Was wir heute an Einsicht besitzen, sagt er, ist das Resultat der Arbeit aller vorhergegangenen Generationen. Die historische Dialektik, von der Hegel hier spricht, verbindet Ewiges mit Vergänglichem, Absolutes mit Relativem. Für Hegel ist die Geschichte der Philosophie, er wird hier sehr spöttisch, kein bloßer Vorrat an Meinungen, die einer hererzählt, Meinungen über Gott, die Natur und den Geist. Sie unterliegt nicht dem abstrakten Gegensatz von Wahrheit und Irrtum, sondern einer immanenten Entwicklung. Die Taten der Geschichte der Philosophie sind keine Abenteuer, so wenig die Weltgeschichte nur romantisch ist, nicht nur eine Sammlung von zufälligen Begebenheiten, Fahrten irrender Ritter, die sich für sich herumschlagen, absichtslos abmühen und deren Wirksamkeit spurlos verschwunden ist. Ebenso wenig hat sich hier einer was ausgeklügelt, dort ein anderer nach Willkür, sondern in der Bewegung des denkenden Geistes ist wesentlich Zusammenhang. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir kommen darauf noch zurück. Er verzichtet großenteils auch auf die Namen der Personen, auf das Anekdotische, das Private und so weiter, sondern der Gang der Philosophie ist ein objektiv wahrer geistiger Prozess. Und wie die großen Männer in der Geschichte auch nur so Trabanten und Geschäftsträger sind, so sind die konkreten Personen, sie mögen heißen, wie sie wollen, auch nur sekundäre Figuren, die sozusagen die Fackel jeweils an den Nächsten weiterreichen. Es geht vernünftig in der Welt zu. Das ist Hegel. Mit dem Glauben an den Weltgeist müssen wir an die Geschichte
und insbesondere an die Geschichte der Philosophie gehen. Dass die Geschichte ein Kontinuum ist, meine Damen und Herren, und keine Anekdotensammlung, kein Sammelsurium von Privatmeinungen, bleibt dann auch noch für Marx und Engels verbindlich. Auch, dass Philosophie stets verwoben ist in andere Kulturbereiche. Vollends Leidenschaften und Konflikte der politischen Welt ja nicht umschiffen kann. Allerdings haben dann die Väter des dialektischen Materialismus den ehernen Gang der Weltgeschichte, nämlich des Weltgeistes, durch eine Abfolge ökonomischer Gesellschaftsformationen unterbaut, wenn man das so nennen will, wobei schon die terminologisch an die Natur- und Erdgeschichte angelehnte Sprechweise der Autoren darauf hindeutet, dass sie als Materialisten nicht bereit sind, sich Hegels Überzeugung dass der Geist das sich selber tragende Moment ist, dass der Geist sich selber trägt. Eine Formulierung, die nicht zufällig in der Phänomenologie steht. Wenn der universalhistorische Anspruch Hegels, angewiesen wie er ist auf das Urteil des Geschichtsschreibers, auch die chinesische und indische Philosophie in die Darstellung einbezieht, das hat Hegel auch getan, so doch mit dem Vorbehalt, dass im Orient das Wahre die Form der Religion erhalten hat. Orientalische Philosophie, sagt Hegel, ist religiöse Philosophie. In der Religion wird das Übersinnliche wieder selbst auf sinnliche, begriffslose, zerstreute Weise vorgestellt. Nicht der Gedanke ist hier das Erste, sondern das Überwiegende ist die Form der Mythe. Hegels Distanz hierzu fasst er zusammen in dem schönen Satz: In allen Religionen ist Schwanken zwischen Bildlichem und Gedanken. Eine solche Vermischung liegt noch außerhalb der Philosophie. Ein ganz wichtiger Punkt. Etwa die Wundergeschichten des Neuen Testaments, ja, in einer eigentümlichen sprachlichen Zwischenzone beheimatet. Es wird eine Story erzählt, die Geschichte wird nicht ganz verlassen, das heißt dann zu jener Zeit war Jesus am See Genezareth oder so etwas, aber es ist dann auch immer gleich das mirakulöse Moment, das übersinnliche Moment im Spiel. In der antiken Mythologie, und damit möchte ich die heutige Vorlesung beenden, kommt auch sehr viel Anthropomorphes vor. Xenophanes hat ja gespottet über die Vermenschlichung der Götter, die er für töricht hielt. Aber in der christlichen, biblischen Mythologie, die ja bis dazu führt, dass in das Credo der Pontius Pilatus, also eine zeitgeschichtliche Figur, aufgenommen wird. Das liegt daran, dass Gott selber Mensch wurde. Also fallen die Mythen auch anders aus in der christlichen Tradition. Darüber aber das nächste Mal. Dann. Haben Sie. Gut.